Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Unser erstes Level heute trägt die Nummer 6 von Tinte verweht. Ach, das passt ja sogar zum heutigen Tag, denn heute ist ja der 6. Dezember, also Nikolaus. Und mich würde natürlich interessieren, was ihr bekommen habt. Also bei mir ist es immer so, also ich bekomme jetzt keine großen Sachen oder so, auch keine Spiele. Halt immer Schokolade und so vielleicht was Kleines dazu noch. Und ich habe bekommen Jelly Bellies, also diese Gelee-Bohnen, die habe ich mir gewünscht, weil ich wollte die mal testen, weil die sind richtig geil irgendwie. Ich liebe die Teile. Dann habe ich bekommen eine Zuckerstange, weil irgendwie ich erst einmal im Leben eine Zuckerstange gegessen habe und ich auch gesagt habe, dass ich die gerne mal wieder hätte, weil ich die eigentlich ganz lecker in Erinnerung habe. Und ja, da habe ich noch eine Zuckerstange bekommen, ansonsten halt Schokolade. Und das Guinness World Records von diesem Jahr, also 2016. Ja, das habe ich so bekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommis, was ihr bekommen habt und wie das bei euch geregelt ist. Kriegt ihr auch wirklich große Sachen zu Nikolaus oder auch nur so kleine Sachen und halt Süßigkeiten? Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommis. So, und die Stelle ist gar nicht mal so easy. Die ist schon etwas tricky. Aber eine Bombenablenkung wirkt auch hier Wunder. Oh, Tinte. Es geht mir sogar mal die Tinte aus. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Aber ist halt nicht schlimm, weil da kann man 5 Sekunden eintauchen und schon ist der Tank wieder voll. Ach so, ja, ich habe auch die Heldenwaffe abgegradet. Die ist jetzt auf Stufe 2. Ich habe einfach ein bisschen gefarmt, diese Kugeln, weil ich finde es jetzt nicht so unheimlich interessant, die zusammen mit euch zu erfarmen, weil ich da einfach alte Level spiele. Und ja, deswegen, irgendwie drehe ich die Dinger heute irgendwie immer zu früh hoch. Weiß auch nicht, was los ist. Ja, außerdem wurde ein neues Splatfest bekannt gegeben für nächstes Wochenende. Und ich werde auf jeden Fall dieses Wochenende mal versuchen, da zu sein. Was ist heute los mit mir? Irgendwie bin ich heute ein bisschen ballerballer hier. Irgendwie drehe ich die Dinger schon viel zu früh weg. Und dann rauschen die mir schon davon. Guck mal. Ja. An die Stelle kann ich mich noch gut erinnern. Von meinem ersten Durchgang des Spiels. Ja. Damals habe ich die irgendwie schwierig gefunden, aber heute ist die irgendwie gar nichts mehr für mich. Kann auch dran liegen, dass ich Rüstung habe, ich weiß es nicht. Boah, jetzt geht mir schon wieder die Tinte aus. Also ich muss auch irgendwie mal den Tintentank upgraden. Muss ich dann mal schauen, dass ich dann als nächstes dann den Tank upgrade. Ich glaube, das kann ich sogar bald. 500 brauchen wir, glaube ich, wieder auch für den Tank. Dann mache ich das mal, weil ich habe ja schon wieder 145 Kugeln. Also die kriegt man schon relativ schnell zusammen, muss ich sagen. Aber ich will auch immer darauf achten, dass es nicht so overpowered ist. Mein Equipment. So, den hole ich mal ran und besiege ihn dann einfach von unten, würde ich sagen. Oder? Okay, das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach so, und ich habe euch das Thema vom Splatfest noch gar nicht gesagt. Das Thema ist, ob ihr lieber Pizza mit Ananas oder ohne Ananas mögt. Also irgendwie den Leuten bei Nintendo, die sich die Themen ausdenken für die Splatfeste, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass denen langsam aber sicher auch die Themen ausgehen. Ich muss sagen, es ist schon irgendwie cool, aber irgendwie auch, ich finde es ganz cool eigentlich. Und ich muss sagen, ich mochte Pizza mit Ananas eigentlich nicht so gerne. Aber seit einem Jahr oder so esse ich es eigentlich trotzdem irgendwie ganz gut gerne ab und an zu mal. So ab und an mal zwischendurch. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal ins Team Pizza mit Ananas gegangen. Ja, und dann haben wir das Level auch schon abgeschlossen. Das ging ja recht fix und war eigentlich auch ganz einfach. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins siebte Level 7 Streichbürstenstreicher. Aber vorher wollte ich nochmal schnell gucken, wie teuer der... Ach, guck mal, den Tank können wir uns schon leisten. Dann verbessern wir den auch mal. Damit wir uns nicht wieder die Tinte ausgeht in der schwierigen Situation. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon in Mission 7 Streichbürstenstreiche. Ach, genau, das waren die Bürsten. Okay. Ja, die waren schlimmstenfalls ein bisschen lästig, aber wirklich schlimm habe ich die nicht in Erinnerung. Also da habe ich, da sind die, diese komischen Saugfische wesentlich schlimmer. Ihr wisst ja, ich liebe die nicht. Guckt euch auf jeden Fall mal das Level, ich weiß gar nicht, welches Level war denn das, ich glaube das zweite war das oder das dritte. Auf jeden Fall in der ersten Zone. Und da kamen die vorher, diese komischen Saugfische, und ich hasse die. Ich habe da vielleicht 3 Minuten gebraucht, bis ich dann mal die Wand hochkam, weil da halt so Fische waren.
die mir dauernd die Tinte weggesaugt haben, abgesaugt haben von der Wand. Das war halt mega nervig. Aber bei den Bürsten ist es auch immer ein guter Trick, finde ich, wenn man die Tinten selber, die Bürsten selber mit Farbe einsprüht. Weil dann kann man nämlich an denen einfach hochklettern. Finde ich, ist immer sehr ein guter Tipp. Aber ansonsten, im Notfall sind die Bürsten noch nicht wirklich schnell. Da kann man eigentlich auch so ganz gut hoch. Also die sind wirklich nicht so schwierig, finde ich. Was ist dein Lieblingsessen, Nummer 3? Ich mag ja Lapskaus. Okay, was das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Achte auf die Bewegung der Streichbösen. Ja, das ist aber gar nicht so wichtig, weil wie gesagt, man kann auf die drauf. Und dann sind die wirklich kein Problem. Und die Gegner hier vorne sind auch nicht wirklich ein Problem, weil es ja die ganz Schwachen sind nur. Octocopter oder so heißen ja, glaube ich. So, und das ist schon mal gar nicht mehr so einfach, weil da kann man auch nicht mehr so gut auf die Bürsten drauf, aber es geht. So, okay. Ja, da färbe ich einfach ganz normal die Wand ein und gehe dann an der hoch, weil die Bürsten nicht gerade sehr schnell sind. So, kann ich, ja, ich kann da wieder einfach runter, weil es ist mir auch schon mal passiert, dass so eine Stelle war und ich dachte, man muss runterspringen, aber man durfte gar nicht runterspringen und ich in meinen Tod gesprungen bin, nur noch ein Leben hatte und ja, den Rest könnt ihr euch denken. Da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, weil das schon ziemlich am Ende war. War wirklich nicht so schön für mich. Okay, ich glaube, ich muss die Gegner zerstören und dann erscheint ein Sprungbrett oder sowas, irgendwas in die Richtung. Ach so, sind schon alle tot. Ach nee, ich glaube, ich muss da runterspringen. Ja, sieht so aus. Genau, und dann ist hier ein Sprungbrett, was mich weiter katapultiert. Okay, das ist ein bisschen komisch, finde ich, geregelt. Aber trotzdem, okay, auf die Wand können wir nicht hoch. Wow, 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 okay. Erstmal eine Bombenablenkung. Perfekt, irgendwie hat Holz gerade nicht funktionieren. Das mit der Bombe, das Bombenwerfen. Aber dann hat es doch geklappt. Überraschung. Perfekt. So, jetzt habe ich glaube ich schon alle. Ach, guck mal, den Ballonfisch, den haben wir jetzt gar nicht benutzt dafür. Der hätte uns das Leben auch wesentlich einfacher gemacht. Aber wir sind auch so zum Ziel gekommen. Ja, das Level war wieder sehr cool, wie gesagt. Also die Bösen sind echt nicht schwer oder so. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt zum 8. So, Mission Nummer 8. Octoling Hinterhalt in der Tümmlerkuppel. Ach ja, guck mal an. Die Octolinge, das waren doch die NPCs. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da steht schon einer. Genau, das sind die NPCs, das sind die Octolinge. Und ihr seht schon, die haben Blaster und alles. Und die können wirklich alles, was wir können. Die haben Pistolen, die haben Bomben. Die können sich in einen Tintenfisch verwandeln. Beziehungsweise, ja, in einen Oktopus können die sich verwandeln. Weil das sind halt die Octolinge, unsere Gegner. Und ich bin ja kein Tintenfisch direkt, sondern ich bin ein Kalmar. In dem Spiel geht es ja um den Kampf zwischen Kalmaren und Oktopussen. Und ihr seht schon, die können nicht wirklich sehr viel einstecken, aber um einiges austeilen. Die haben schon recht gute Blaster. Ich folge jetzt einfach mal den Kügelchen und den Checkpoints, auf das sie mich zum Ziel leiten werden. Ich hoffe es mal. Aber ihr seht, die sind wirklich schon ganz gut im Kampf. Also die sind wirklich nicht die schlechtesten Gegner, die Nintendo programmiert hat. Da gab es schon einige, die dümmer waren. Bowser. So. Perfekt. Aber es sind schon einige, die hier spawnen. Die mich hier versuchen aufzuhalten. Da ist schon der nächste. Wir müssen mal darauf achten, die sind halt keine Kalmare wie wir, wenn die verwandelt sind, sondern Oktopusse. Oh, das ist schon eine Elektrowelle. Ups. Oh, toll, jetzt bin ich da noch runtergegangen. Oh Mann, das war doof. So. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mir mal das Gamepad wieder richtig zurechtlegen. Ich hab's gerade ein bisschen komisch gehalten, deswegen bin ich da durchgerutscht. So, perfekt, da haben wir ihn auch schon. Ja, auch das war natürlich nicht wirklich schwierig, aber ich muss sagen, diese NPCs, die sind nicht sehr dumm und sind schon, haben auch wirklich einige Taktiken drauf, die wirklich ganz gut sind. Und ich kann euch verraten, ich spoilere euch einfach mal ein bisschen,
die werden noch öfters Auftritte haben. Oder ich glaube sogar in jeder Welt einmal. War das nicht so? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall werdet ihr die noch öfter sehen. Und die werden auch stärker. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, es hätte jetzt gar nicht lange gedauert. Da spielen wir doch nochmal direkt das nächste Level. So, als kleines, ja, Nikolausgeschenk sozusagen, spielen wir auch noch ein viertes Level. Und zwar die Nummer 9, unbekanntes Flugobjekt über Inkopolis. Aha. Ja, das sind die Flugobjekte-Level, das kann ich euch auch mal erzählen. Die gibt es aber einmal in jeder Welt. Und ja, das sind eben diese, ja, das sind diese Octo-Tinferno-Bomber, genau so heißen eben Tinfernos, falls ihr es gerade nicht auf dem Schirm habt. Das sind diese Tintentornados, die man auch im Online-Modus als Spezialattacke haben kann. Ja, und die können diese Viecher immer machen, wann sie Lust haben. Klingt overpowered, ist es auch. Also ich muss sagen, die Bomber an sich, die sind ein Witz von der Schwierigkeit her, aber die Tinfernos, die sind echt manchmal schon wirklich happig. Ich kann euch mal einen zeigen. Okay, der platziert die irgendwie gerade so doof und wir bekommen Rüstung und die ist hier auch schon angebracht, finde ich. Ach so, da vorne geht's weiter. Genau, da ist einer. Ja, ihr seht. Also der ist wirklich gut gerüstet gegen uns. So, aber die Gegner, die sind hier wirklich schwach. Das sind hier ganz normalen. Und er hat direkt den Inferno neben mich gesetzt. Das war fies. Genau, da oben diese fliegende Untertasse, das ist sein Raumschiff. Und da ist er eben drin und es ist halt so eine Art Mini-Bosskampf, wenn man es so nennen kann. Ungefähr so. Okay. Wow, das sieht schon verdächtig aus. Hier sind doch bestimmt, ja, ganz viele Gegner. Und meine Rüstung ist sogar schon futsch, okay. Wow. Ich sag's ja. Das sah schon verdächtig aus. Ah, wir haben den Checkpoint erreicht. Und da sind die Fische. Oh nein, die Fische in so einem Level. Ja, komm. Oh, es hat geklappt. Gut, ich dachte schon, dass es daran scheitert. Und direkt hinter mir war mal wieder ein Tinferno. Das war knapp. Ich wäre beinahe reingeraten. Genau, und jetzt können wir, beziehungsweise müssen wir gegen dieses fette Vieh hier kämpfen. Was wirklich sehr eklig aussieht, irgendwie, finde ich. Ja, wir sind jetzt auf seiner Untertaste und müssen gegen ihn ankämpfen. Und das funktioniert, indem wir ihn, wer hätte es gedacht, einfach abschießen. Ganz normal. Und er kann eben auch hier seine Attacke machen. Aber der war schnell K.O. So, perfekt. Und dann haben wir schon wieder den Elektrowels gerettet. Ja, und im nächsten Part gibt es dann den Weltenboss. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch auch gerne. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Nikolaustag. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommis, wie das bei euch ist und was ihr so bekommen habt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss und viel Spaß beim Zocken.